Hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Community, zu einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Reveal Rabbit. Und heute etwas für die Piloten unter euch, und zwar von der Firma Risetech, die Tello. Bei vielen wahrscheinlich unter DJI Tello bekannt. Viel Spaß beim Zuschauen. Die kleine Tello-Drohne ist noch in der originalen Verpackung noch versiegelt. Ich habe sie selbst noch gar nicht ausgepackt. Das machen wir heute hier zusammen in Teil 1. Und im zweiten Teil werden wir dann ans Eingemachte gehen und mit dem Copter fliegen. Ich zeige euch Footage und so weiter. Ist jetzt hier nicht so möglich. A, das Video wird sonst viel zu lang. Und B, ich filme diese Auspackvideos immer in 4K für die größte Detailgetreuheit, und deswegen muss ich dann Teil 2 nur in Full HD oder HD filmen, weil die Tello-Kamera nicht so hoch aufgelöst ist, aber da kommen wir gleich noch dazu. Ich habe es ja eben gesagt, viele unter euch kennen das Ganze unter DJI Tello, weil das Teil ja auch bei DJI im Online-Store verkauft wird und auch beworben wird. Dort habe ich meine Tello übrigens auch gekauft. Aber es ist nicht so, dass DJI primär dahinter steckt, sondern die Firma Risetech. Und DJI hat hier ein paar Parts zugesteuert, vor allem die für das Flugverhalten des Tello zuständig sind. Deswegen seht ihr das nur powered by DJI und Intel Inside. Und was Intel damit zu tun hat, erzähle ich euch natürlich auch gleich. Zur Verpackung gibt es nicht viel zu sagen. Hier ist noch so eine Schutzfolie drauf, die nehmen wir nochmal ab. Wenn wir jetzt mal weiter drehen, sehen wir auf der Rückseite schon ein paar technische Daten, zu denen wir gleich noch kommen. Was aber für den einen oder anderen interessant sein könnte, das Ganze gibt es in insgesamt 3 Farben. Die weiße Farbe über mir in Gelb und in Blau. Dann gibt es noch einen Battery Charger und eine Remote. Ist ein stinknormaler Gaming Controller, aber da kommen wir gleich auch nochmal dazu. Viel Verpackungsinhalt haben wir hier nicht. So, das war's auch schon. Irgendwie sieht das cool aus mit dem Orange hier im Inneren, oder? Jetzt hätte ich glatt noch was übersehen. Da ist so ein doppelter Boden. Der geht auch nochmal auf. So. Zum einen haben wir hier eine Bedienungsanleitung in sehr vielen Sprachen. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen. In diesem Beutelchen haben wir Folgendes. Zum einen haben wir nochmal Ersatzpropellerchen. 4 Stück, also sind 8 insgesamt beiliegend. Ich denke mal, ihr werdet einige davon brauchen, und hier ist noch so ein kleines Tool, um diese Dinger wechseln zu können. Zum Akku des Tello, wir haben hier 1100 mAh und Tello sagt uns, wir können damit 13 Minuten fliegen. Ich ziehe da mal ein wenig ab. In Teil 2 werden wir natürlich sehen, wie viel das letzten Endes dann ist. Aber selbst wenn es am Ende 11 Minuten sind, ist das eine sehr gute Leistung für einen Copter in dieser Größe. Und dann fängt es auch schon an, was diesen Copter so ein wenig von Spielzeugdrohnen in diesem Preissegment unterscheidet. Er gibt uns zum Beispiel eine Meldung, wenn der Lipo fast leer ist. Das machen nicht viele. Das ist schon mal ganz geil. Als weiteres sehr cooles Feature, was zur Sicherheit beiträgt, ist, dass wenn ihr die Verbindung verlieren solltet zwischen dem Smartphone und dem Copter selbst, dann landet die Tello von alleine. Das finde ich richtig geil. In der Regel ist es so bei diesen günstigen Coptern, die hauen euch dann einfach ab, ziehen einfach dahin, wo ihr zuletzt hingesteuert habt, bevor die Verbindung abgebrochen ist. Und das finde ich geil, dass der dann hingeht und nochmal landet. Bezüglich der Steuerung, primär wird das Ganze von einem Smartphone gesteuert. Ihr könnt das Ganze aber auch über einen Gaming-Controller steuern. Ich habe es noch nicht ausprobiert, wie gesagt, ich habe den Copter eben erst frisch ausgepackt, werde ich mal nachforschen, wie das Ganze funktioniert, aber stelle ich mir irgendwie ganz geil vor, mit einem PlayStation oder Xbox-Controller diesen Copter zu steuern. Bezüglich der Bildübertragungsreichweite zwischen Smartphone und dem kleinen Tello-Copter sagt uns der Hersteller 100 Meter. Das wäre zu schön, um zu glauben, 100 Meter bei dieser Coptergröße, das geht nicht. Ihr werdet das Teil nicht mehr sehen können. Denn dieser Copter ist in erster Linie eher so ein Spaßteil für In- und Outdoor, wobei bei Outdoor es relativ windstill sein muss, oder halt auch als Selfie-Drohne. Zur Kamera kommen wir ja gleich noch. Ich spanne euch mal nicht weiter auf die Folter. Wir schnappen uns jetzt mal den kleinen Copter. Und der wirkt doch relativ robust, so auf das erste Anfassen. Hat aber irgendwie optisch ein bisschen Ähnlichkeit zu den kleinen Mini-Drones von Parrot. Das muss ich so sagen. Okay, legen wir zunächst mal den Lipo ein, der aber hier schon deutlich größer ist als bei Parrot. So, einmal hier reingeschoben. Upp. Dann rastet das Ganze ein. Wir haben hier zum einen natürlich die Propellerschoner, die werde ich persönlich entfernen, weil Zusatzballast und so weiter. Aber nichtsdestotrotz wiegt dieser Winzling nur 80 Gramm. Das heißt,
ein Kennzeichen entfällt. Ihr müsst da nichts dran kleben zusätzlich. Wenn wir jetzt das Ganze weiterdrehen, sitzt hier ein Micro-USB-Anschluss, über den wir den Copter auch aufladen können mit diesem 13 Minuten Flugzeit laut Hersteller. Auf der Unterseite haben wir diverse Sensoren, die den Copter von alleine schweben lassen. Oh, hier ist ein ganz kleines Powered by DJI nochmal aufgedruckt. Seht ihr das? Ganz dezent hier. Zur Geschwindigkeit des kleinen Rackers konnte ich jetzt primär nichts rauslesen. Vielleicht habe ich es auch einfach übersehen. Aber in Teil 2 gehen wir ja fliegen und dann kann ich das ja euch so gefühlt mal erzählen, ob er schnell oder langsam ist. Auf der gegenüberliegenden Seite ist der An-Button, dieser hier. Jetzt haltet euch mal fest, in diesem kleinen Racker sind einfach mal 14 Rechenkerne verbaut. GPS und Co. ist hier natürlich nicht verbaut. Jetzt mal für die Spark-Leute, die am Überlegen sind und für die wahrscheinlich die kleine Kamera dann nicht ausreichen wird. So ist der Größenunterschied. Jetzt wirkt der Spark endlich mal groß. Das wirkt so ein wenig, als hätte er ein kleines Stiefbrüderchen von Racetech bekommen. Und wenn wir dann weiterdrehen zur Front hin, wo die Kamera sitzt, lasst mich da mal drauf zoomen, so blub. Zur Kamera selbst. Der Prozessor, der hier drin steckt, ist von Intel und das in diesem Preissegment. Also hier sind keine Billo-Parts verbaut, sage ich mir jetzt mal. Hier steckt wirklich sehr gute Technik für vergleichsweise wenig Geld. 109 Euro kostet die Tello, ja. Wir fotografieren mit 5 Megapixeln und filmen in 720p. Ihr habt es ja gesehen, da ist kein Gimbal verbaut. Das Ganze wird elektronisch stabilisiert. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. War ja beim Unique Breeze auch so. Und da hat man den ein oder anderen Schwenker gesehen. Vor allem, wenn man versucht hat, in 4K zu filmen. Da ist der ja sehr weit weg von. Aber gut, ist nochmal eine ganz andere Preis- und Drohnenliga, sage ich jetzt mal. Wir haben keinen Speicherkartenslot. Das Footage landet dann sofort auf eurem Smartphone und kann geteilt werden. Natürlich, diese 5 Megapixel hören sich nicht nach viel an, aber gerade in der heutigen Social Media Zeit, Instagram und Co., mal schnell ein Foto aus der Luft teilen, da denke ich mir, könnte sich der Copter ganz gut machen. Ihr werdet auf meinem Instagram-Account noch ein paar Fotos gemacht mit dem Tello sehen, um das Ganze für euch mal zu vergleichen. Am Ende dieses Videos gebe ich auch noch die Gewinner der Liquid Glass Verlosung bekannt. Oh, der Kleine wird ganz schön warm hier. Ich habe die Tello mit dem Smartphone über das Wi-Fi verbunden. In diesem Fall ist es ein Android-Gerät. Dann sehen wir hier schon eine kleine Vorschau der Steuerung. Ich musste jetzt keinen Account anlegen, wie es bei DJI zum Beispiel der Fall ist. Wir können hier den Copter starten lassen und so weiter. Hier wird nochmal alles in kleinen Screenshots erklärt. Die Batterielaufzeit, die Wi-Fi-Verbindung, die Bluetooth-Verbindung, die Geschwindigkeit und die Höhe wurde da oben angezeigt und hier diverse Einstellmöglichkeiten. Wir haben nur noch 8% Akku und hier sehen wir auch schon die Vorschau. Mal gucken, wie genau die ist. Eine minimale Verzögerung ist da, mal gucken, wie das dann beim Fliegen sein wird, aber das Bild ist schon mal am Start und wahrscheinlich, wenn wir jetzt auf Video schalten, genau, dann wechselt das rüber in 16:9. Ich könnte jetzt das Ganze hier schon aufnehmen, was er auch sofort schon macht. Ich habe es eben nicht erwähnt, aber wir haben hier noch einen VR-Mode, das heißt, ihr könnt dann euer Smartphone zum Beispiel in so ein Cardboard schnallen und dann im VR-Modus quasi im FPV-Flug fliegen. Wahrscheinlich dann in Kombination mit diesem Gaming-Controller. Und so sieht dann eure App aus. Wir könnten jetzt hier das Ganze starten, aber ihr seht es ja, wir haben nicht genug Akkuleistung, um das machen zu können. Da müssen wir ja jetzt nicht alles durchgehen, sonst sprengt das Video definitiv. Aber vielleicht mache ich noch ein Foto von mir hier und blende es direkt mal ein, damit ihr so einen kleinen Vergleich habt, oder? So, op, mal kurz schnappen hier. Boah, ist das laut. Bild ist drauf, kann sofort geteilt werden und ich bin gespannt, wie das Ganze dann draußen aussehen wird. Auch hier direkt eine Cardboard-Ansicht zur Verfügung. Und hier die einzelnen Modis, die der Copter besitzt. Ich hatte es ja eben erwähnt, dieses Throw and Go, Flips, Up and Out. Da fliegt der Copter dann einfach von euch weg und filmt das Ganze. 360, da dreht sich der Copter einfach um 360 Grad, Circle, da fliegt er um 360 Grad. Und den Bounce Mode. Ich bin jetzt sehr gespannt, inwiefern ich den Tello zum Beispiel für meinen Instagram-Account benutzen kann, denn es wäre auf jeden Fall eine kleine, portable, coole Lösung. Und jetzt kommen wir zu den Gewinnern des Glass Liquid. Das erste Paket vom Glass Liquid geht an Simons Kanal. Herzlichen Glückwunsch an dich. Das zweite Paket geht an Schrödi, auch an dich. Herzlichen Glückwunsch. Paket Nummer 3 geht an Rudi Klinger, auch für dich alles Gute.
Und das Paket Nummer 4 geht an Gutara, auch an dich, alles Gute. Und jetzt bitte nicht traurig sein, ihr wisst es ja, es läuft sogar gerade noch ein Gewinnspiel hier auf meinem Kanal über das Alu Pro 2. Vielleicht habt ihr dann da ein wenig mehr Glück, aber es ist ja auch nicht das letzte Gewinnspiel hier. Ich habe schon ein paar Sachen am Start, die ich hier demnächst bald auch verlosen werde. Die, die aufgepasst haben, wissen ja, dass ich parallel auf Instagram auch nochmal 4 Pakete von Liquid verlose. Und da geht das Ganze noch eine Woche länger. Also könnt ihr gerne mal darüber gehen, abonnieren und teilnehmen. Also nochmal da die Chance vielleicht doch zu gewinnen. Und gut, Freunde, so viel hier zum ersten Teil des Tello. Ich bin gespannt, wie sich der kleine Racker dann im zweiten Teil in der Luft schlagen wird. Denn auf den ersten Blick wirkt alles rund und durchdacht. Ich hoffe, das wird keine Enttäuschung. Also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.